Das nächste Heimspiel stand an für unsere Himmelblauen. Zu Gast die Spielvereinigung Unterhaching. Jetzt werden die Statistikfreunde sagen, ja Moment mal, die Unterhachinger, die haben ja noch nie gewonnen hier in der Community for You Arena. Ja, das soll auch bitte so bleiben, ja. Es galt ja auch, was wieder gut zu machen. Diese Auswärtspleite in Osnabrück, 6 Gegentore, da will man natürlich zeigen, wir sind noch da, wir haben noch Power, wir gehen in die Zweikämpfe. Es hat sich da auch deshalb ein bisschen was geändert in der Startaufstellung. Daniel Frahn von Beginn an mit dabei und auch ganz wichtig, Marc Endres nach langer Verletzungspause, unser Kapitän, also hier wieder mit am Start. Am Anfang waren es allerdings die Gäste, die jubeln durften. 1:0 die Führung in der Anfangsphase. Unsere Jungs, die blieben davon unbeeindruckt und auch die Fans. Also das war bravourös, was die da als Kulisse geleistet haben. Florian Hansch nach einer halben Stunde, die gespielt war, netzt dann ein. Und nochmal Youngster Power dann in der zweiten Halbzeit. Tom Baumgart mit dem 2:1 Endstand, mit dem Siegtreffer. Und das war übrigens sein 4. Treffer im 4. Spiel in Folge. Also der Junge hat momentan einen Lauf. Es durfte am Ende also gejubelt werden. Und der Sieg ist auch ganz, ganz wichtig fürs Köpfchen. Allerdings war dieser Tag auch ein ganz besonderer für unsere Pressesprecherin Nicole Oeser, denn es war ihr letztes Heimspiel als Pressesprecherin hier für unseren CFC. Nicole, deswegen hier dein großer Auftritt. Ehre, wem Ehre gebührt. Es war immer sehr, sehr schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Insofern also alles, alles Gute auch an dieser Stelle von Club TV. Ich hoffe, du wirst das himmelblaue Herz immer in dir tragen und dich auch immer mal blicken lassen im Stadion. Das hoffe ich doch wohl. Und ansonsten alles Gute auch für deinen weiteren Werdegang, wo auch immer es dich hinziehen möge. Jetzt gibt's noch die Interviews, unter anderem übrigens Premiere mit Mikko Sumosalo, unserem neuen Linksverteidiger. Premiere heute mal hier bei Club TV. Mikko, 2:1 Arbeitssieg gegen Unterhaching, die waren ja wirklich nicht schlecht, aber umso wichtiger, dass wir den Sieg ziehen. Ja, wir waren heute ein bisschen besser und ich sage, wir haben heute verdient gewonnen. Wir haben gut gearbeitet, wir waren heute mehr aggressiv. Wie letzte Woche waren nicht, wir waren ganz passiv und heute wir haben ein bisschen Taktik geändert und heute war ein richtig gutes Spiel von uns. Jetzt muss man ja sagen, mit dem Sieg sind wir noch nicht von unten wieder nach raus aus dem Tabellenkeller. Aber ich denke, allein für den Kopf ist das heute richtig, richtig wichtig. Ja, das ist richtig wichtig für Kopf und jetzt gibt es mehr Motivation. Und jetzt müssen wir nochmal Gas geben, nächste Woche auch mal und nur Siege geholen. Ja, es bleibt ja nichts übrig, als bei Club TV hier auch mit einem Mann sprechen, mit Tom Baumgart. Ich ziehe das jetzt durch, wir ziehen das einfach beide durch. Solange das jetzt läuft, machen wir das jetzt. Wieder getroffen und dann noch zum Sieg diesmal verholfen. Ich glaube, schöneres Gefühl als letzte Woche. Ja, definitiv. Also das war heute, glaube ich, so ein wichtiger Sieg wie noch nie in der Saison. Gerade jetzt, wenn man letzte Woche das Ergebnis sieht. Wir wollten heute alles wieder gut machen, wollten den Fans heute ein komplett anderes Gesicht zeigen. Wir wollten sie mitreißen von der ersten bis zur letzten Minute, wollten fighten und es ist uns super gelungen. Auch mal ein paar gelbe Karten provoziert. Ich vermute mal fast, das ist auch wirklich so eine Ansage gewesen, heute auch mal in einen Zweikampf, in einem Abstiegskampf mal reinzugehen. Ja, definitiv. Wir wollten direkt von Anfang an bissig und aggressiv in den Zweikämpfen sein, auch mal faulen, auch wenn es nicht so nötig ist, aber einfach mal einen weghauen, dass wir Zeichen setzen auf dem Platz und dass wir Unterhaching auch ein bisschen unter Druck setzen und auch ein bisschen aus der Ruhe bringen. Das ist uns ganz gut gelungen. Sie haben dann selber viele Fouls gemacht, viele gelbe Karten bekommen und ja, deswegen ist der Plan gut aufgegangen und dann haben wir mit den beiden Toren einen super belohnt. Jetzt muss ich mir mal wirklich fragen, das ist ja nun schon eine kleine Serie, die du hier startest mit deinen Toren. Manch einer rechnet ja damit zu Saisonbeginn gar nicht, dass die Youngster, der eigene Nachwuchs, dann jetzt so in die Bresche springen muss. Wie kommt sowas zustande? Ist das einfach, dass du da ganz locker entspannt immer reingehst? Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an unseren Interviews hier. Also, da wir das jede Woche wieder ansprechen. Nee, keine Ahnung. Also irgendwie klappt es zurzeit super. Ich stehe immer richtig, mache dann vor dem Tor meistens die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich kann auf der Euphoriewelle weiter mitschwimmen und wir müssen als Mannschaft jetzt wieder nächste Woche alles geben im Training, um dann in Karlsruhe die nächsten Punkte einzufahren. Das wird auch nicht einfach und gerade auswärts ist ja auch nochmal so eine ganz andere Geschichte. Hoffen wir mal, dass wir dann dort Tore von uns sehen und aber auch dann am Ende jubeln dürfen. Vielen, vielen Dank dir, Tom Baumgart. Dankeschön. Marc, für dich ja bestimmt auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Spiel, denn ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist, dass du hier in der Startaufstellung standest. Ja, es ist jetzt seit November das erste Spiel wieder. Es ist natürlich schön, dass wir es gewonnen haben. Ja, man hat heute gesehen, dass die Mannschaft noch lebt.
Und ja, das war ein harter Kampf, bei dem fußballerisch jetzt nicht alles gepasst hat. Auch defensiv haben wir natürlich Fehler gemacht, aber was heute einfach wichtig war, ist, dass jeder für den anderen gekämpft hat, den Fehler ausbügeln wollte, und das war heute entscheidend. Diesen Kampfeswillen, den nimmt man ja bestimmt auch jetzt nach Karlsruhe mit, oder? Das muss man ja genauso konsequent durchziehen. Ja, aber es bringt nichts, wenn wir es nur sagen. Nach so einem Spiel sind die Worte natürlich immer, ja, genau so müssen wir wieder spielen. Da muss sich jeder hinterfragen, wie jeder Einzelne durch die Woche jetzt gegangen ist, wie jeder sich fürs Spiel vorbereitet hat. Weil es genau so einfach wirklich wieder gemacht werden muss, dass den Worten auch wirklich Taten folgen können, ja. Aber ich glaube, gerade für die Heimspiele, also was man hier von den Zuschauerrängen mitbekommt, das ist, also ich glaube, als Fußballer ist es doch echt eine, ich will nicht sagen eine Wohltat, aber das ist eine gewisse Beruhigung, oder? Wenn man weiß, Mensch, die stehen hier hinter uns, das gibt doch auch nochmal Schub. Absolut, gerade auch in den letzten Wochen, wo es wirklich alles andere als gut lief, Fans waren immer da, auswärts und zu Hause. Auf die kann man sich verlassen, und das ist wirklich überragend, wenn man hier vor allem zu Hause spielt, vor so einer Kulisse. Macht es natürlich Spaß, auch um wirklich um jeden Ball zu kämpfen, und das haben die Fans auch einfach verdient, dass sie sehen, wie heute, dass eine Mannschaft auf dem Platz ist, die zwar Fehler macht, aber die einfach wirklich sich nicht unterkriegen lässt und versucht, den Fehler wieder gut zu machen. Der eine für den anderen, und das ist einfach das Gefühl, was rüberkommen muss. Und wenn wir so spielen wie heute, werden wir mit Sicherheit einige Spiele verlieren, weil es einfach fußballerisch schon nicht so gut ist. Aber wir haben auch die Riesenchance, Spiele zu gewinnen, weil das einfach die Basics sind, die jedes Spiel kommen müssen. Das sind die Worte von unserem Kapitän Marc Endres. Vielen, vielen Dank dir und mach dir noch ein schönes Wochenende. Danke, ebenso. Ein ganz herzliches Willkommen zum Pressegespräch nach dem 2:1 Heimsieg des Chemnitzer FC über die Spielvereinigung Unterhaching. Herzliches Willkommen an die Medienvertreter, an die Gäste in den VIP-Bereichen und natürlich an die beiden Cheftrainer, Klaus Schrong von der Spielvereinigung und David Bergner von unserem Chemnitzer FC. Wir freuen uns jetzt auf die Trainereinschätzungen. Wie immer hat der Gästetrainer das erste Wort. Bitte, Herr Schrong. Ja, erstmal Servus miteinander und Gratulation zum Sieg. Ich glaube, der war für euch eminent wichtig. Nur muss ich sagen, dass wir den einfach zu 100% selber verantworten. Und das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Dass wir ja eigentlich sehr, sehr gut in meinen Augen ins Spiel kommen und das Spiel auch kontrollieren und auch noch in Führung gehen. Ja, und dann, ja, muss ich aber sagen, Unterstützung von den Zuschauern, Respekt, richtig gut. Da kam gar nichts irgendwie Negatives, dass es zum Kippen käme, ganz im Gegenteil. Ja, Hut ab da erstmal. Und dann natürlich auch noch Hut ab und Respekt, wie ihr den Karren da wieder rausgefahren habt. Natürlich haben wir da unseren Teil, unseren großen Teil dazu beigetragen, leider. Aber euer Job war dann einfach, da rückzubleiben und eure Qualitäten dann da reinzuschmeißen. Und das haben wir einfach dann auch, gerade was Defensive anbetrifft, haben wir dann sehr, sehr schlecht verteidigt, waren dann auch bei den Toren massiv mit dabei. Und so kommt dann das zustande, und ja, Gratulation trotzdem und weiterhin viel Glück für schöne Stadien. Vielen Dank, da hat ja den Kahn aus dem Dreck geholt und den Rückstand gedreht. Wie hast du die Leistung deiner Mannschaft heute gesehen? Ja, erstmal schönen Dank für die Blumen. Also ich denke schon, dass der Kollege vieles gesagt hat. Wir sind in meinen Augen auch richtig gut ins Spiel gekommen. Wir hatten eigentlich das auch so erwartet. Wir wollten dem Gegner auch die Räume geben. Wir wollten hin und wieder mal zustellen. Wir wollten ihn einfach auch ein bisschen da einfach in den Räumen spielen lassen und dann zuschlagen, noch ein bisschen schneller umschalten. Wussten aber, dass das Umschaltspiel von Unterhaching unfassbar gut ist. Und das haben sie auch gezeigt vor dem 1-0. Da brauchen sie nicht lange, um umzuschalten. Da waren sie in unserem Strafraum. Der Dennis Grote kommt da nicht mehr hin. Und ja, so kommt es 0-1. Ja, auch Respekt von mir und auch von der Mannschaft, wie die Zuschauer einfach reagiert haben. Das gibt es in anderen Stadien anders. Also ich muss sagen, Hut ab, dass es so geklappt hat, dass die Jungs einfach dran geglaubt haben und die Zuschauer dann auch. Die schöne Sache ist, dass wir uns dann gleich 10, 12 Minuten später einfach belohnen mit einer guten Aktion nach vorne, wo wir dann einfach auch mal den Ball gefordert haben in den Strafraum und nicht immer nur warten, bis der Ball zu uns kommt und der Florian Hansch dort den Ausgleich macht. Und in der Halbzeit haben wir uns einfach nochmal geschworen, dass hier noch was geht, dass die Zuschauer auf unserer Seite sind, dass wir eine deutlich andere Präsenz in den Zweikämpfen gezeigt haben als auch in der zweiten Halbzeit in Osnabrück. Und deswegen wollten die Jungs auch relativ schnell auch wieder raus und haben es recht vernünftig umgesetzt. Und
mich freut es außerordentlich, dass die beiden Jungen, dass der Florian Hansch und der Baumi dann auch noch das 2:1 machen. Und nachher, die letzten 10 Minuten, klar, mit der gelb-roten Karte, haben wir dann einfach nur verteidigt. Aber auch das haben wir, denke ich mal, so vernünftig gemacht, dass, dass mir jetzt keine hundertprozentige Chance von Unterharing noch einfällt. Und ich denke, nachher geht der Sieg dann auch in Ordnung. Vielen Dank, das waren die Trainereinschätzungen. Zeit für Ihre Fragen. Kein Handzeichen, dann bedanken wir uns an der Stelle, wünschen den Gästen eine gute Heimreise, eine gute Restsaison. Für unsere Jungs geht es nächste Woche Sonntag weiter in Karlsruhe und dann noch allen ein schönes Wochenende. Danke.